Sollte es aus bildgestalterischen Gründen heraus oder weil Sie Montagen durchführen möchten oder einfach nur zusätzlichen Raum für irgendwelche Korrekturen benötigen, dann ist es wichtig, dass Sie die Arbeitsfläche Ihres Bildes vergrößern. Das heißt, ich kann unter Bildarbeitsfläche oder oben mit der rechten Maustaste Arbeitsfläche oben, unten, wo auch immer ich will, beidseitig Raum dazugeben. Das heißt, wenn ich mir hier jetzt zum Beispiel anschaue, dass ich sage, okay, ich möchte gern ein eher quadratisches Bild, dann platziere ich das vorhandene Bild unten und sage, okay, ich möchte eine Höhe von 19,48 cm als Gesamtbild. Und die Fläche für die erweiterte Arbeitsfläche kann ich hier einstellen, eine Farbe. Ich gehe jetzt einfach auf Weiß und sage okay. Ich drücke jetzt Steuerung 0, um mir das Bild zur Gänze anzuzeigen. Wir haben also hier unsere erweiterte Arbeitsfläche. So, wie können wir hier im oberen Bereich jetzt das Ganze ergänzen? Es ist ganz einfach. Ich werde diese Ebene duplizieren, nehme das rechteckige Auswahlwerkzeug, erstelle hier eine Auswahl des oberen Bereichs, wechsle auf das Verschieben-Werkzeug, achte, dass hier Transformationssteuerungen und automatisch Wählen aktiviert sind und verlängere hier diesen Bereich einfach nach oben. Dass das nicht so unnatürlich wirkt, kann ich ganz leicht lösen, indem ich auf diese Ebene einen Weichzeichnungsfilter anwende. Ich nutze hier jetzt die Möglichkeit, diese Ebene für Smartfilter zu konvertieren. Das heißt, ich kann hier aus dieser Ebene ein Smart Object machen und wenn ich jetzt einen Filter anwende, Weichzeichnungsfilter, ich nehme hier jetzt den Gauss, dann habe ich eben den Vorteil, dass ich nachträglich aufgrund dessen, dass es sich hier um einen Smart Filter handelt, A, diesen Filter jederzeit durch Doppelklick wieder verändern kann und B, der ist automatisch mit einer Ebenenmaske versehen, die ich jetzt bearbeiten kann mit meinem Malwerkzeug. Ich werde die jetzt einmal umkehren, einfach Bild anpassen, umkehren oder Steuerung I macht die Maske schwarz. Das heißt, ich nehme jetzt das Pinselwerkzeug mit weißer Farbe, entsprechend großem Pinseldurchmesser und kann hier Unschärfe partiell auftragen, um hier diesen Übergang, ich erhöhe hier die Deckkraft etwas, dass das schneller geht, um hier diesen Übergang so hinzukriegen, dass das nicht mehr so auffällt. Und ich habe hier auf einfache und schnelle Weise Fläche hinzugefügt. Das ist optimal bei Gruppenaufnahmen oder bei einfärbigen Hintergründen, geht das schnell und fällt nicht auf.